Willkommen zur Anleitung, wie ich mich im Schulmanager online richtig anmelde. Sie sollten alle inzwischen das entsprechende Schreiben erhalten haben. In diesem Schreiben sind zwei Sachen besonders wichtig. Die Internetadresse und der markierte Code, den Sie einmalig brauchen, um sich im Schulmanager anmelden zu können. Wir wollen jetzt im ersten Schritt auf schulmanager-online.de gehen, also im Browser. Geben wir die Adresse schulmanager-online.de ein und gelangen auf diesen ersten Startscreen. In dem markierten Feld benötigen wir jetzt den Zugangscode. Das, was Sie jetzt machen, müssen Sie nur einmal machen und dann nicht mehr. Das ist das erstmalige Anmelden. Sie holen sich also den entsprechenden Code, ich kopiere ihn hier mal, und füge ich dann in dieses Feld ein und klicke dann abschließend erstmalig anmelden. Im nächsten Screen sehen Sie schon, wenn es richtig korrekt gegangen ist, dass Sie oben den Namen Ihres Sohnes sehen und unten, wenn Sie ein zweites Kind haben, haben Sie natürlich einen zweiten Brief erhalten mit einem weiteren Code, den könnten Sie hier angeben und dann auch auf Hinzufügen klicken. Das gleiche, wie es wir jetzt gerade schon gemacht haben, würde dann halt nochmal stattfinden. Jetzt klicke ich auf Weiter und kann im nächsten Schritt die E-Mail-Adresse angeben. Weiter unten sehen Sie schon, es geht auch ohne E-Mail-Adresse. Dann haben Sie aber den Nachteil, dass Sie im Zweifelsfall Ihr Passwort nicht zurücksetzen können, sondern das über die Schule erledigen müssen. Es ist also dringend anzuraten, hier eine private E-Mail-Adresse, die Sie auch immer wieder konsultieren und nachschauen, entsprechend einzutragen. Genau das werde ich hier jetzt machen. Ich gebe eine E-Mail-Adresse ein, auf die ich natürlich Zugriff habe, in dem Fall meine, und melde mich dann entsprechend an. Im nächsten Schritt müssen Sie ein neues Passwort vergeben. Dieses Passwort sollten Sie sich gut merken, wie bei alten Passwörtern, um dann eben Zugriff drauf zu haben. Sie können sich dann immer wieder mit Hilfe Ihrer E-Mail-Adresse und dieses Passworts einloggen, um dann diverse Sachen erledigen zu können. Ich mache das jetzt mal. Wichtig bei diesem Passwort ist, dass es 8 Zeichen lang sein muss und dass es Groß- und Kleinschreiben beinhalten muss. Klicken dann auf Weiter und dann haben wir eigentlich die ganze Prozedur schon abgeschlossen. Herzlich willkommen im Schulmanager online. Zu den weiteren Funktionen gibt es dann ein zusätzliches Video. Dankeschön.